Dass Musik Generationen verbinden kann, beweisen diese beiden Herren hier, Uwe Busse und Patrick Cronenberger, der eine Schlagerkönig, der andere Rockmusiker. Und gemeinsam wollen die beiden vor allem eines. Lass uns wegfliegen, wegfliegen mit dem Sommer. Genau, also ein Song, der beschreibt, haltet die Momente fest und sagt nicht immer, wir müssen das machen, sondern macht es einfach. Also nutzt den Moment, und das haben wir natürlich auch getan und gefragt, wie es zu der Zusammenarbeit so kam. Was für ein Ausblick, und den gibt's Freihaus für Uwe Busse und seine Frau Katharina. Auf der Terrasse ihres privaten Mallorca-Paradieses. Heute erwarten sie mit selbstgebackener Schokotorte einen besonderen Freund, Patrick Cronenberger. Seit 6 Jahren arbeitet Schlagerkönig Uwe Busse mit dem 28 Jahre jüngeren Songwriter zusammen. Diese Generation, die zwischen uns liegt, die ist mir immer gar nicht bewusst. Wenn man viele Jahre auf dem Buckel hat, wie ich, so ein Silberrücken, viel Berufserfahrung, dann jede Erfahrung lehrt einen ja etwas. Und dann ist es manchmal so, dass man sehr, sehr lange nachdenkt, ob man Dinge tut oder nicht tut. Und bei Patrick ist es halt so, der sagt dann, ja, lass doch einfach mal machen. Bei Uwe und mir war das sofort irgendwie, als hätten wir uns schon ewig gekannt. Er ist ein Rocksänger gewesen, ich auch. Wir sind in 2 verschiedenen Zeitachsen quasi gestartet und haben uns dann hier auf der Insel irgendwie dann getroffen durch Zufall. Und es ist einfach nur mega inspirierend. Uwe Busse ist Mr. Hitmaschine im deutschen Schlager. Seit mehr als 30 Jahren und 40 Millionen verkauften Tonträgern. Patrick Cronenberger feierte erste Erfolge mit Balladen, gewinnt den German Songwriting Award. Und diese Leichtigkeit des Ausprobierens inspiriert Uwe Busse. Wenn Patrick ins Studio kommt, geht die Sonne auf, der packt seine Gitarre aus, ich sitze am Klavier und wir machen einfach Musik zusammen. Lass uns wegfliegen, wegfliegen. Dieses Lied schreiben die zwei zusammen. Gemeinsame Generationenträume in durchaus schweren Zeiten. Übers Meer. Wir haben eine Menge Probleme, die zu bewältigen sind. Und wer würde nicht sagen, ich würde gerne einfach mal wegfliegen, einfach mal abhauen, dem Ganzen entfliehen. Aber darüber hinaus hat das Lied eigentlich ein bisschen den tiefen Sinn, dass es so eine Art Bucketlist, ne, wo man einfach so das aufschreibt, was man immer schon mal tun wollte. Einmal im Zelt am Ort, wo schlafen, die Polarlichter funkeln sehen. Warum machst du es nicht? Schieb's nicht länger vor dir her. Auf einen Tee mit der Queen von England. Über das Reden, was die Welt. Das ist genau so eine Zeile, die quasi für den Song spricht. Wenn man halt so lange wartet, ist halt dieser Moment irgendwann weg. Wir könnten jetzt also mit der Queen nicht mehr Tee trinken. Ja. Bevor wir jetzt auch nicht mehr mit den Mustangs durch den Grand Canyon reiten können, haben wir gesagt, wir veröffentlichen das Lied mal lieber. Für die beiden ist es keine Frage des Alters, jeden Moment zu genießen. Und sei es bei einer kleinen Spritztour mit Uwe Busses Oldie. Aus musikalischer Zusammenarbeit ist Freundschaft geworden. Und gerade Uwe Busse lernt von Patrick Cronenberger viel. Denn der ist mit thailändischer Mutter und deutschem Vater ein echter Weltenbummler. Ich habe ja von beiden Kulturen das Beste quasi für mich mitgenommen von klein auf. Also die von der thailändischen Seite, von meiner Mutter, Großeltern, die, ich sag mal, die Ruhe, die Gelassenheit, so ein bisschen auch vom Buddhismus, Meditation und natürlich auch väterlicherseits die deutsche Pünktlichkeit, Disziplin, ne, und bin da halt echt mega dankbar. Im Tonstudio in Puerto de Andrade basteln die beiden jetzt fleißig weiter an neuen Songs für ihr Generationenprojekt. Ich glaube, dass es eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein muss, dass ältere und jüngere Menschen zusammenkommen, ohne Vorbehalte. Umgekehrt ist es so, dass die Älteren noch mal jung werden, wenn Jüngere Impulse liefern, ne? Und einfach sagen, hey, guck mal hier, Opa, auf dem Handy, wie geht das mit YouTube? Er hat recht. Und nach getaner Arbeit gemeinsam genießen. Dafür ist man nie zu jung und nie zu alt.